Die 101 häufigsten Fragen von kleinen und mittelständischen Unternehmen zum Thema Cloud und digitale Transformation. Exklusiv für Netzpalava beantwortet von Dr. Johannes Drokak. Kleine und mittelständische Unternehmen bieten spezialisierte Dienstleistungen und Produkte an. Und sie fragen sich verständlicherweise, warum die meisten Technologiedienstleister ihnen keine spezialisierten Dienstleistungen und Produkte anbieten. Könnten wir diese Herausforderung lösen, indem wir einen stärker auf Coaching und Beratung ausgerichteten Ansatz einführen und uns damit weniger auf die Generierung von Umsätzen aus dem ersten Kauf konzentrieren? Inhaber ist natürlich der Spezialist für das Unternehmen, für den Markt, für den Kunden, für Bedarf, für Möglichkeiten. Und der Dienstleister ist Spezialist für die technischen Möglichkeiten, was man damit schaffen könnte und was man dafür braucht. Und dazwischen ist oft eine gigantische Wissenslücke. Wenn wir das überbrücken mit Coaching und Beratung, die darauf ausgerichtet ist, Verständnis aufzubauen und wesentlich mehr Bedarf und Möglichkeiten zu verstehen und wesentlich weniger auf das Vorantreiben von Vertrieb von technischen Lösungen, werden wir definitiv wichtige Schritte machen können. Dabei werden wir vor allem darauf setzen, dass Mittelständler gerne neue Sachen machen, wenn sie verstehen, was das bringt und wenn sie verstehen, was das für ihr Unternehmen bedeutet. Und auch dort kann mit Coaching und Beratung viel geschaffen werden. Wenn Sie nicht über das Fachwissen verfügen, holen Sie entweder Coaching und Beratung von Ihren Dienstleister rein oder von externer Beratung. Es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Der deutsche Mittelstand ist bei der Einführung neuer Technologien und der digitalen Transformation eher langsam. Wir wollen gemeinsam herausfinden, warum das so ist und was wir tun können, um das Tempo der digitalen Transformation in diesem wichtigen Segment unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu erhöhen.